Moin! Moin! Frau Medi. Ich glaube, jetzt müssen wir uns erstmal adden. Wen? Jo? Ich höre dich nicht. Ich rede aber. Hört jemand Pain? Ich höre ihn nicht. Digga, können wir jetzt flachsen? Ich höre immer noch nichts. Hörst du mich? Ich höre ihn ja. Ich höre auch nicht. Pain, was ist los? Herr Lock hat ja das falsche Ausgabegerät bei Discord eingestellt. Bei mir ist alles richtig. Ich mache ihn leiser, ja. Sag dir mal, dass er bestimmt das falsche Ausgabegerät eingegeben hat. Ich höre immer noch nichts. Ich hab's nehmen, nee. Ich sehe es aufleuchten, aber ich höre nichts. Hast du das falsche Ausgabegerät? Nein, kann nicht sein, Chat. Kann nicht sein, sagt er. Kann nicht sein. Nee. Ich höre doch auch Musik, ich höre doch auch den Rest, Chat. Junge, bei Discord, was hat die Musik mit Discord zu tun? Discord ist bei mir komplett stumm, aber er hört, also ich glaube, er hört mich. Junge, mir liebt der Technik-Junkie. Ich höre auch Musik über meinen PC, Chat. Ich höre das doch alles. Oh, Junge, nix. Ich habe ihn auch komplett laut gemacht. Er ist auch nicht stumm oder irgendwas. Ach, Junge. Oh, Digga. Medi? Ich glaube, nee, doch nicht. Wir sollen in deinem Discord. Ich rufe den jetzt an. Payne sagt, ich habe falsche Ausgabegerät. Wo ändere ich das denn? Hä, das kann gar nicht sein. Ah, warte mal. Oh, never mind. Moment. 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 Payne, sag mal was. Jo. Ah, jetzt höre ich dich. Ah, was? Das kann nicht sein. Falsches Ausgabegerät wird es ganz sicher nicht sein. Nee. Wir müssen nur gucken, Medi. Der Chat meinte, das soll so funktionieren, dass man sich eigentlich auch nur hört, wenn man beieinander steht. Dass wir uns dann im Normalfall muten und wenn wir uns halt begegnen, dass wir dann miteinander reden können. Okay, also so mäßig, wenn ich in dem einen Raum bin, du bist in dem anderen, dann genau, müssen wir uns nicht. Wir dürfen gar nicht wissen, was der andere gerade macht, weißt du? Weil wir wahrscheinlich vielleicht müssen wir manche Rätsel, wenn wir uns jetzt nicht begegnen, selber lösen. Wenn ihr es unbedingt wissen wollt, sie stammt aus den verrotteten Seiten des schaurigen alten Wortmagazins, das ich auf dem Hinflug gelesen habe. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll, isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht, Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebligen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schluchzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Immer die Entscheidung, gehe mit meinem Freund aufs Zimmer. Die Frau sagt, ich wohne hier, im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Wendung. Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Digga, was ist das für eine Story? Okay, gut, dann war es ein Fleischhaken. Sie wurden damit aufgeschlitzt und an den Sparren gehängt. Auf was du sagst. Igitt. Okay, also, wer war's? Die Frau sagt, das war mein Bruder und wendet sich dem Schrank zu. Er versteckt sich da drin. Ah, super, der Bruder hat Schuld. Der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank, öffnet die Tür und da ist ein Mann im Schrank. Aber er hat sich die Eingeweide mit dem Fleischhaken herausgerissen. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht. Hätte ich mal doch die Story abgewählt. Näher. Und er sieht sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen raus und er schreit. Digga, der Mensch hat sich erschreckt. Nee, ich nicht. Ich hab gezuckt wie Sau gerade. Ja. Noch nicht mit gerechnet, was soll denn die Scheiße? Und Digga, das ist nicht so mit. Ja, cool, ja, coole Story, Digga, die Schlauze. Das fand sie gut. Ziemlich cool. Ist alles nix. Digga, ich gucke auch die ganze Zeit auf so Autos, das fuckt mich gerade so ab. Dich! Oh mein Gott! Hey, Chuck! Hast du den Jungen da gesehen? Da ist ein Junge hergelaufen. Nee, bist du okay? Ernsthaft? Ja, Mann. Halt's Maul, Digga, ich hab nichts gesehen. Ja, vielleicht war das schon bei mir. Du hast den noch nicht gesehen. Oh mein Gott, Alter.
Oh. Ich hab ganz Angst bekommen, dass du dich erschreckt hast. Digga. Ich hab mich beim Szenenübergang erschreckt. Oh, eigentlich eine Knarre. Oh, hab ich eine Knarre? Oh, nee, ich hab eine Knarre. Ja, okay. Conrad, du machst das. Du kleiner Wichser. Los. Oh, Digga, ich muss ablenken oder versperren. Was soll die Scheiße, du Wichser? Versperren, ablenken, versperren ist besser. Jetzt kommt wieder die Milcharme da. Ich hoffe, du musst vor. Mit, aber jetzt muss die Frau mit anpacken, damit, damit der Schwache kommt und dann irgendwo kann. Scheiße. Wie, die Türen ihn nach außen auf? Nee, nee, nee. Digga, du kriegst den Tisch alleine nicht an die Tür. Warum? Wie sollte einer durch die Tür den Tisch wegschieben? Film, Digga. So, die Ding stirbt zuerst. Ja, ein 30er. Oh mein Gott. Boah, da muss los, was soll ich sagen? Die hat sowieso mit dir unter eine Decke gesteckt. Sind wir nicht sicher? Okay. Okay, Digga. Okay. In Ordnung? Ich bin auf jeden Fall wach. Ich bin ganz wach. Ich bin auf jeden Fall ganz wach. Aber kann mich. Ja, ich denke, wenn man das Game in vollen Zügen auskosten will, dann sollte man es schon lesen, aber. Da, der Schrank. Oh, nee, da lag eine Leiche. Ich hab's gesehen. Oh, na. Digga, da wird... Da bereite ich mich jetzt auf. Was denn für Augen? Die Münze. Nein. Ich will eigentlich nicht. Aufhören zusammen, Alter. Jetzt ist doch. Junge, wie heftig hat das mit sie gepasst? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo! Hallo! Hört mich jemand? Bitte kommen! Junge, WTF. Hast du wieder reingeschissen? Oh, och, nee, Lena. Wenn ich diesen Nebel schon sehe. Seht mal her. Das muss irgendwo hinführen. Vielleicht können wir den Strom wieder anschalten. Wir brauchen Strom für das Funkgerät. Sollte einer hierbleiben, falls uns jemand anfunken will? Ich glaube, ich kann... Hey! Bist du okay? Klar! Alles gut! Komm runter! Was
Was? Oh Gott! Was? Das? Es war... Digga, chill mal. Hast du nichts gesehen? Was denn? Gott, Digga, ich schwöre. Okay, ich sehe also Zeugs. Bei mir war nichts, das hast nur du gesehen. Aber nee. Oh mein Gott, sei so froh. Okay, ich schwöre, von jetzt an gehst du mal vor. Das Schiff hatte Fixer. Drei Gold. Das ist doch immer unterschiedlich, Digga. Jeder sieht doch was anderes. Ich weiß nicht, von jetzt an gehst du vor, Medi. Ich werde das dein letztes Sinn denken. Du hast mich die ganze Zeit vorgehen, dann sagst du dann, bei mir war nichts. Es war alles nicht. Was war das? Ist doch egal. Wir brauchen dich. Wahrscheinlich ist das egal. Wahrscheinlich ist das egal, oder? Er muss hier lang gekommen sein. Ist egal. Okay. Das hast recht. Du hast die Neigtreter. Ja, meine ist wieder gefickt. Sie atmet die Scheiße doch wieder ein. Sieh dir das an. Da ist er. Wenn wir wieder aussehen können, machen wir dem Angst, okay? Ja. Klar. Dann kriegt er Panik und platzt sich den Hals. Oder er ballert uns ab. Der hat doch nur einen Hammer. Stimmt auch. Pass auf, bevor du die Taste drücken musst, gell? Ups, da. Hier ist irgendwas. Schick mir das mal rein, let's go, let's go.